Liebe Genossinnen und Genossen, auch ich möchte eine Botschaft senden und natürlich zum Thema Bildung. Wir stehen vor großen Herausforderungen in der Schule und in unserem Bildungssystem, die wir hier auch nicht verschweigen dürfen. Wir brauchen sehr viele neue Fachkräfte. Dabei stehen wir im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern und wir brauchen vor allem junge Lehrer auf dem Land. Also kommt in die Lausitz, geht in die Prignitz oder in die Uckermark, da werdet ihr gebraucht. Und gerade in diesen Regionen haben wir auch mit einer sehr hohen Altersstruktur der Lehrkräfte zu kämpfen. Und natürlich dann auch mit einer relativ hohen Langzeiterkrankungsrate. Hier müssen wir unbedingt gegensteuern und entsprechende Möglichkeiten und Rahmenbedingungen schaffen, dass dies abgeändert wird. Über 5.600 Flüchtlingskinder wollen in unser Bildungssystem integriert werden. Wir müssen unbedingt Seiteneinsteiger qualifizieren. Und unsere Lehrkräfte klagen zunehmend über eine zu große Belastung. Aber wir haben reagiert. Und diese Zahlen sollten wir hier auch nennen. Und das möchte ich an dieser Stelle tun. Im Nachtragshaushalt werden wir zusätzlich Stellen schaffen für über 500 neue Lehrkräfte. Seit 2009 bis jetzt haben wir 5.000 neue Lehrkräfte eingestellt und damit die Kollegien gestärkt an den Schulen oder verjüngt an den Schulen. Von 2016 bis 2019 werden wir zusätzliche weitere 2.000 Lehrkräfte einstellen. Die Schulämter werden wir in diesem Nachtragshaushalt mit weiteren Personalstellen stärken. Für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer sind weitere 69 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Weitere Zuschüsse für Deutschkurse sind zur Verfügung gestellt worden. Die Schulpsychologie wird gestärkt. Der gesamte Haushalt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport ist mit über 150 Millionen Euro erhöht worden. Noch niemals ist in dieses Ministerium so viel Geld hineingeflossen und damit für unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Und das, und das ist gut so, aber das reicht nicht. Nein, Christian, du brauchst keine Angst bekommen. Ich meine, es reicht in dem Sinne nicht, weil wir unser Bildungssystem, unsere Schulen Stück für Stück verändern müssen. Das ist unsere Aufgabe. Und Christian hat es in seiner Rede genannt, unsere Alternative ist und bleibt die Gemeinschaftsschule, weil wir diese verdammte Mehrgliedrigkeit Stück für Stück abschaffen müssen und wollen. Ein frühzeitiges Aussortieren unserer Kinder ist und bleibt ungerecht. Gemeinsames Lernen von schwächeren und leistungsstärkeren Schülern, das ist die Zukunft. Hiervon profitieren beide Gruppen, sowohl die Leistungsschwächeren als auch die Leistungsstärkeren, mal abgesehen von den sozialen Kompetenzen, die diese Kinder erwerben. Und, Christian hat es auch gesagt, wir müssen auf den demografischen Wandel reagieren und dazu zwingt es uns, ein Konzept vorzulegen, wie wir gleiche Bildungschancen für unsere Kinder und Jugendlichen auf dem Land sicherstellen wollen. Und das ist uns das Wichtigste, wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Bildung, in der Unterrichtskultur. Langes gemeinsames Lernen von der 1. bis zur 13. Klasse. Eine Schule, die alle Bildungswege für unsere Kinder eröffnet. Ein Lernen, in dem man angstfrei lernen kann, ohne frühzeitigen Notendruck. Und das bietet die Gemeinschaftsschule. Und das ist nun mal kein UFO, was hier in Brandenburg landet, sondern das ist schon politische Realität, zum Beispiel in Berlin, zum Beispiel in Baden-Württemberg oder im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen und mal abgesehen von vielen europäischen Ländern, die eben nicht mehr ihre Kinder sortieren. Wir haben im Chorvertrag eine klare Vereinbarung mit unserem Koalitionspartner. Wir haben unseren Antrag gestellt im Dezember-Plenum zur Stärkung der Gemeinschaftsschulen, sprich Schulzentren. Und wir haben einen zweiten Antrag gestellt und der wird oftmals unter den Tisch gekehrt. Wir haben durchgesetzt, dass sich dieser Landtag zur Inklusion und zur Ausweitung der Inklusion in diesem Bildungssystem bekennen muss. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir nach außen senden sollten. Was tun wir gerade? Wir handeln gerade mit dem Koalitionspartner
ziemlich hart die Definition des Schulzentrums aus und ich bin mir sicher, dass wir in dieser Debatte einige Pluspunkte sammeln werden und es macht im Übrigen auch Spaß. Wir haben einen Flyer zur Gemeinschaftsschule entwickelt, wir werden einen Film zur Gemeinschaftsschule machen, wir werden eine Tour zur Gemeinschaftsschule machen und wir werden in den Regionalkonferenzen präsent sein und wir wünschen uns von euch, dass ihr uns einladet, damit wir in den Kommunen, in den Landkreisen über unsere Bildungspolitik diskutieren können und eine breite gesellschaftliche Debatte führen können. Und fürs Bingo, wir müssen mehr mit der Gewerkschaft zusammenarbeiten und ich wünsche mir von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dass sie ihr Konzept für eine gute Schule für alle endlich aus der Schublade herausholt und uns in unserem Tun unterstützt. Vielen Dank. Kommst du bitte zum Schluss?